Knopfsendung. Na, keine Ahnung. Sehen wir dann, ob es heute ist. Jetzt lädt was. So. Okay, Versuch Nummer 2. So, willkommen zurück. Modded Minecraft TND Limitless 6. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Hab offscreen so ein bisschen Farm, ein bisschen spazieren. Hab hier einen kleinen Keller ausgehoben. Guck mal, Enderman, bleib stehen. Da hab ich Botany Pots hingestellt. Hopping Botany, nee, wie heißt die Dinger? Botany Pot doch. Bisschen Holz, bisschen Wheat, Sugar Canes. Und hier Karotten. Also als erstes hatte ich Kelp drin, aber da habe ich gedacht, komm, erstmal Karotten rein, weil ich brauche die Karotten für Strom. So, dann haben wir hier auch noch Elevator. Ja. Und irgendwie ist mir die Musik gerade zu laut. So, ein bisschen leiser machen. Wird bekommen, im Stream ist irgendwie viel leiser zu hören als hier, aber naja. So. Was steht heute auf dem Plan? Ich habe keine Ahnung. Erstmal holen wir uns jetzt die ganzen Quests ab, die ich jetzt hier auf Stream gemacht habe. Klicken einfach hier drauf. Ja, einfacher. Ach genau, ja. Ein Pocket Storage habe ich mir auch noch gebaut. Das ist so eine Art Dank Null. Kann man halt Zeug einlagern. Und das wird halt gespeichert. Das Ding ist jetzt auf Stufe 3. Kann also 65.000 Items schlagern pro Slot. So, hier haben wir uns gerade noch Lootbags. Oh, ich sehe da schon was Schönes. Das ist ein Flux Storage, das kann ich nicht, gar nicht das Flux Network Ding. Schade. Dictionary, Lecker Lotus, Battle Axe mit 12 Damage. Nice. Behalten wir. Ring of Thor? Okay. Hab nur keinen Mana, um das Ding jetzt zu benutzen. Villager and Guards are historical Trantities. Eine scheiß Smelter ist in Ordnung. Magnetic Love. Equips the shield at the press of a button. Okay. Altar of Destruction. Prevent nearby explosions. Okay. Sequential Fabricator. Multitang. Eine Enriching Factory. Die ist nice. Enchanter Sword. Interesting. Dragon's Breath nehme ich. Plutonium nehmen wir auch. Ein Elementium Shovel, alter Falter. Und eine EV Battery Box. Da haben wir noch ein Obsidian Knife. Da haben wir noch drei Treasure Chests. Ja, und denen ist meistens immer irgendwas Ingot-artiges dran. So, kurz hier reingucken, haben wir noch was. Hier haben wir noch Bricks am Laufen. Also ich würde gerne mit Stromerzeugung anfangen. Ich würde auch am liebsten direkt wieder hier mein Lieblingsaufbau machen. Dann hätte ich den Gas-Dings, aber ich habe noch gar nicht angeguckt, ob das gerade das Rezept geändert wurde. Gerade mal hier. Wir brauchen halt Steel. Crusher. Also die Rezepte sehen normal aus. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Aber ich befürchte, ich habe zu wenig Osmium bei 4. 25. Ja. Das ist wenig. Wir bräuchten auch ein bisschen Starter-Strom.
Das da hasse ich, wenn es da unten nicht schreibt. Am liebsten würde ich mir den Heat Generator machen. Können wir eigentlich auch machen. Das eine Osmium braucht halt mehr Lava. Egal, so. Ich weiß, dass ich zwei Lava. Oh, ich habe sogar drei Lava Buckets. Nice. Ist hier die Pipes mal drauf? Ist drauf. Wunderbar. Der nimmt die auch an. Ein Arsch voll Redstone, aber was sollten wir haben? Jedenfalls für ein Batch. Brauche ich eine Fluid Pipe? Ich glaube eigentlich nicht. So, ist die Frage. Könnte man eigentlich da oben auch noch einen Elevator hinbauen? Hier ist die Mitte. Reißen wir doch schon mal ab. Ich stelle den aber trotzdem erstmal nach draußen. Bevor mir irgendwas da drin abfackelt. Muss man überlegen, wie wir es machen. Und dass wir hier alles abfackeln. So, 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 so. So, so. Können wir das hier drüber kippen. Und schon erzeugt ihr durch die Hitze passiv ein bisschen Strom. Ist nicht viel, aber ist halt komplett kostenlos sozusagen. So, hier ziehen wir einfach ein bisschen Energy raus. Dann sagen wir hier hinten Extract. Das mit dem Waste ist ein bisschen blöd hier, aber damit müssen wir jetzt erstmal klarkommen. So, hüpfen wir uns hier runter. Können wir nämlich schon mal gucken, dass wir direkt bei Mechanism Infuse. Brauchen wir hier nochmal 4. Dass wir direkt hier 2 bauen können. So. Nehmen wir das Redstone mit. Iron nehmen wir ein bisschen mit. Osmium nehmen wir. 10 mit. Ja, muss halt ein bisschen sparsam sein, haben nicht genug Osmium, das weiß ich jetzt schon. Muss ich gleich noch ein bisschen spazieren. So, so. So, jetzt legen wir hier das Redstone rein. Hier ist Iron. Gucken wir mal. 320. Ich brauche 10 Millibucket. Ich glaube, Osmium brauchte 2 pro Durchgang. Ja. Gut. Lassen wir die zwei schon mal durchlaufen. Gucken wir mal. Ja. So, auf die B-Chunks. Ist ein Chunk drin, der sollte auch geladen sein. Jetzt die Frage, wo kriegen wir Osmium mal blöd noch her? Der putzt jetzt mal einfach mal hier irgendwo an Arsch der Welt. Genau, vielleicht irgendwie eine Höhe. Oder gestrippt meinen. Ach ja.
Friends and Foes. Block of Copper. Okay. Nicht hinterfragen, einfach. Nehmen, wie es ist. Achso, und hier mein Backpack habe ich auch noch ein bisschen geupgradet. Ist jetzt auf Diamond-Stufe. Ein bisschen mehr Platz. Ich hätte mir vorhin wirklich einen Waystone stellen. Ja, das hier war auch lustig. War hier ein bisschen Sand abräumen. Und auf einmal habe ich unter dem Sand hier eine Lootkiste gefunden. War Zufall. So zu essen mitnehmen. Egal, egal. Müssen wir hier ein bisschen Zeug abholzen. So, haben wir hier eine Höhle. Eine Schlucht oder irgendwas in der Art. Ach, da hinten war, kommen wir gleich an dem Heißluftballon vorbei, wo ich die rote Wolle ja habe. Glaube ich auch irgendwo da hinten. Das sieht man jetzt schon. Da habe ich einfach hier mal mit Ultimine einfach mal 2-6 Wolle rausgeschlagen. Da oben waren halt zwei Markkisten und ein bisschen Kleinzeug. Nichts Bewegendes. Die Höhle, wo ich drin war. Nein, ich glaube nicht. Wir können ja trotzdem mal gucken. Hat sich nicht gelohnt. Das hier sieht so nach Treppe aus. Als wäre es geplant. Iron nehmen wir auf jeden Fall mit. Cool auch. Ach ja, und die Pickaxe, die habe ich auch aus der Kiste bekommen. Mending, Diamond. Also Kisten aufmachen hier drin, das klingt sehr. Habe ich auch noch eine Rüstung bekommen. Auch noch Diamond Hosen. That leaf, that leaf. Da hinten ist das ein Haus auf der Minimap. Nein. Ein Feld. Okay. Nehmen wir doch mal mit. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Das sind wieder Chocobos. Weil die reiten oder zähmen kann. Bist denn du?
Hasi mit Mega-Öhrchen. Kann sie nicht rechts. Chocobo Craft 4. Ne, Choco Craft. Okay, aber es gibt einen Sattel. Also muss man es wahrscheinlich rein können. Choco Disguise Helm. Okay. Aber Feder und Nomadstuhl. Ich glaube, wir werden uns irgendwo noch ein Schokobo zähmen. So, mal hier nochmal kurz rein. Wenn wir hier nicht fündig werden, gehen wir halt dann doch wieder das Haus in den Keller. Vielleicht finden wir noch was. Oh Gott, Leck. Au. So, können wir wieder F7 drücken. Das war... Nee, warte. Oder nur ein bisschen Oschmium. Ismium, Ismium. Wo ist das Ismium? Das LED. Cola. Irgendwo ein Zombie. Irgendwas knurrt mich an. Boxy, Tin, Tin, sagen wir gut. Haben wir eigentlich genug und so oft braucht man Puppe eigentlich nicht. Au. Findet man auch relativ häufig. Wow. Was denn hier für eine Party? Battle Axe auf die 2. Au. Ach da! Weiß die Kisten. Kiste, Kiste. Gucken, dass da nicht irgendwas steht mit Trap Chest. Potent Poison. Keine Ahnung. Nehmen wir alles mit. Das nehmen wir auch mit. Den Anvil nehmen wir auch mit direkt. Tias. Kekse! Ob es ihm zu dunkel ist oder ob man was sieht. So. Oh, das Osmium.
Irgendein Dead. Ach, das ist wieder dieses Azurine von Create. Hat das eigentlich irgendeine Bewandtnis für irgendwas? Covers. Stonecutting, Building Blöcke. Ah. Kann man crushen für Zinkohr. Gringsong. Very Bee. Auch Azurine, okay. Oh, man kann es auch pulverisen. Interesting. Aber Zink ist jetzt auch nicht gerade so ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich in Quet rein will. Also für die Quest muss man ja, glaube ich, einige Sachen bauen, aber ob ich es auch aufstellen werde, weiß ich noch nicht so. Deswegen hatte ich ja auch die Kelbpflanzen da in den Botany Pots drin. Weil ich erst gedacht habe, ich baue mir vielleicht nochmal so ein Crushing Setup auf. Aber dann habe ich mich ja wieder gegen entschieden. Ich werde mit dieser Mod keine Freunde irgendwie. Bleib schön da hinten. Hab doch gerade zu Futter mitgenommen. Kekse! I like Kekse. Kekse, Kekse. Hallo, ich bin Jen. Nice Prosperity. Nehmen wir auch mit. Schön, dass hier Fackeln drin sind. Ey. Na, guck mal, einer schlau. Da haben wir auch einen Dia-Helm, aber das Ding hat einen Curse. Curse of Sorrow. Englisch Profi Dumpy, was heißt Zoro? Keine Ahnung. Englisch sagt Yellow from Sack. Ach, da kommt wieder ein Trailer Goblin. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht hauen. Lebst du immer noch? Gehst. Ich glaube, jetzt will nicht mit mir handeln wahrscheinlich. Cinnabier. Gold. Ach, willst du mich jetzt umbringen? Ach, jetzt muss doch noch handeln. Hoppel, okay, sehr nice. Gravel. Da ist das schon cool. Gerade Efficiency. Aber ich habe hier. Hab leider nichts dabei, was ich anbieten kann. Könnte hier Gold geben. 2 für 3. Ich kann Kopfer auch, das Kopfer. Hab noch ein bisschen Kopper für dich, Moment. Ja,
Ausverkauft, schade. Da ja Ohr-Duplication nicht mehr so wirklich funktioniert, beziehungsweise ein bisschen komplizierter ist, ist eigentlich ein gutes Angebot, was er gemacht hat. So. Geronimo! Dimensional Shot, warum nicht? Jetzt noch nicht. Bauxit. Oh shit. Das ist ein halbes Herz. Das war knapp. Hatte ich nicht noch was zu futtern? Hab ich das Rucksack gepackt. Machen wir noch ein Mischchen. Rohfleisch Fleisch will ich jetzt nicht unbedingt essen, aber hier haben wir doch Rabbit Stew. Wäre fast mein erster Tod gewesen. So kann ich das nicht essen, weil ich gerade keinen Hunger habe. Jetzt habe ich Hunger. Alter Falter. Für einen Busch Aluberry. Ich nehme mal die Büsche mit, habe ich vorhin auch schon mal ein paar gefunden. Mal gucken, ob wir die irgendwie automatisieren können. Auch mal so ein bisschen nett passiv was zu generieren. Solange man die schönen Sachen noch nicht hat. Muss halt nur mal aufstellen, ne? Das ist immer das andere Problem. So, Raninite Power. Power ist auch eine schöne Mod. Könnte vielleicht der zweite Generator werden, was sich aufstellt. Ne, der dritte. Zweite wird Dust Burner und im dritten dann eine Power Automatisation. Dann da ist ein schöner Generator zu bauen. So, ja. Ich sehe nix. Wenn noch ein bisschen Osmium irgendwo. Das ist ein Charged Reaper. Ja, supi. Das ist Prosperity. Da war doch noch Gold. Was ich gesehen habe. Ja. Das ist eine Monsterbox. Das ist ein Spawner. Oh, das ist ein Baby-Skelett auf Speed. Diese Hitbox für diesen Viechern. Ich glaube, ich bin jetzt zu tief für Osmium. Was ist das da hinten? Sieht doch wieder nach irgendwelchen Kisten oder einem Camp aus. Gehen wir doch mal gucken.
Fackeln haben wir ja noch. Ich mach nichts aus mir. Mach's aus mir nicht kaputt, wollte ich gerade noch sagen. Schweinebacke. Da gingen die Lichter aus. Oh, was bist denn du? Forgotten. Oh shit, der hat viel AP. Hallöchen Katze, ja, da bin ich einfach selbst online. Jeden Tag eigentlich bin ich selbst online. Montag bis Freitag 16 bis 18 Uhr und Hallöchen. Nee, das hier brauchen wir nicht. Und danke übrigens für dein Follow. Hab mich vorhin gewundert, als ich mein Programm aufgemacht habe. Bauen wir mal dem sein Bett ab. Die alle keinen Job. Nein, ja! Ich hab keinen Job, aber bin in einer komischen Maßnahme drin. Aber die geht nur jeden Tag halt früh bis vormittags. Deswegen kann ich nachmittags streamen. Oh, mein Schwert ist kaputt. Aber dafür muss ich halt früh ins Bett. Ah, Baby-Zombies. Alter. Ich mach keinen Schaden an dem. So, weil ich so schnell zuschlag. Okay, ich glaube, jetzt dürften wir aber genug Osmium haben. Wo ist es denn? 32, okay, das ist doch ein bisschen weniger, als ich dachte. Das Iron? Iron. Ist das Lapis? Nee, kein Lapis. Und Arswo vielleicht auch noch ein bisschen weitermachen. Müsste ich mir jetzt keine Fackeln mehr craften. Hin. Und noch ein bisschen was im Jungen. Dias.
Was? Na, ich bin in so einer Maßnahme vom Jobcenter und ja, also habe nicht wirklich einen Job. Aber ist halt von morgens bis halt vormittags. Deswegen habe ich ja nachmittags Zeit zum Streamen. Aber dafür muss ich jeden Tag dann auch um 5:45 aufstehen. Alles so seine Vor- und Nachteile. Ja, das ist wohl wahr, aber die Maßnahme ist eigentlich ganz in Ordnung, weil die ist eher so spezialisiert auf Leute, die psychische Probleme haben. Ist halt nicht so, was du halt unter Zwang halt alles Mögliche machen musst, sondern da wird auf dich eingegangen, mit was für Probleme du halt hast und so weiter. Die ist ganz in Ordnung. Ja, ich hatte die ja vor ein paar Jahren schon mal gemacht und ja. Die Maßnahme ist wirklich eigentlich ganz gechillt, ist nicht so anstrengend. Das Anstrengendste ist halt wirklich jeden Tag halt um 5:45 aufzustehen. Aber der Rest ist einfach ganz chillig. So. Ja, vor allem, weil es sowieso schon immer so der eigentlich morgens um 6 Uhr lieber ins Bett geht, als aufzustehen. Es leckt hier gerade wieder alles. So, können wir das Osmium schmelzen? Können wir uns unten dann schon mal einen Garten in der Zeit anlegen? Dann können wir den Strom aufsetzen. Yay! Moment. Osmium. Gucken, wie es hier aussieht. Die sind fertig. Und da wollte ich noch einen Teleporter hinstellen. Das Schwert ist kaputt. Okay. Dann gehen wir mal irgendwo ein Loch ausheben. Machen wir hier so. Gehen auf Small Square. Genau, da haben wir hier 3x3. Muss gucken, hier war Wasser. Das heißt, wir gehen in die Richtung. Pi mal Daumen die Mitte. Zwei breit, ja. Drei. Was haben wir hier? Ein bisschen tiefer. Hier haben wir auch wieder Wasser. Wir haben sogar kompletten See unten wieder. Na, ist jetzt doof.
ist jetzt ganz schön doof. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich glaube, da können wir nicht rein. Gucken wir mal, wie weit wir hier reinkommen. Jetzt war halt das Ding mal ein bisschen unter Wasser. Scheiß drauf. So habe ich immer so ein Glück, Sachen bauen. Nur zumachen. Die Source-Blöcke entfernen. Hier abschließen, würde ich sagen. Hoffen wir mal, dass wir in die andere Richtung wegkommen. Das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich muss genau noch 1 weiter für ein 9x9 Feld. Okay, da hätten wir. Ja, ich mal gucken, wie wir das machen. Zieh das so rüber, wäre auch eine Möglichkeit. So, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da gehen wir noch eins tiefer. Oh, kein Essen mehr. Ungesunde Erdwürmer und roher Fisch. Du musst jetzt genau hier spawnen. Schweinebacke.
Osmium. Lasst mich hier nicht bespucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ist noch eins weiter. Neun. Nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was ich gezählt habe, kommen wir genau hier raus. Ich da eine Fackel hin. Da eine Fackel hin. Gar nicht geschaut, was für eine Möglichkeit ich hier habe, die Karotten zu ernten. Das kommt hier rein, das kommt hier rein, dort kommt raus. Wo bist du, Schweinebacke? So, wenn wir es richtig gemacht haben, müsste das hier die Mitte sein. Ja. Hier eine Fackel hin, hier eine Fackel hin. Ich weiß, man könnte es auch waterlocken. So, dann komm mit dem Ding eigentlich. Ja, ich weiß sowieso erstmal Water. Nehmen wir uns gerade das da. Zumindest du als Ho? Hatten wir nicht eine? Ja, da haben wir eine. Dann. Da wollte die Karotten.
So, können wir die Karotten anpflanzen. Und zwischendurch auch mal naschen. Okay, das kann ich noch abbauen. Das wird jetzt sehr gefährlich. Es kann passieren, dass ich auch gleich das ganze Karottenfeld abreiß. Naja. Bis dahin dann. Oh, gut. Gut, 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 gut. Dann wird das hier der Stromerzeugungsraum. Ist immer schön, einen feuchten Raum Strom zu erzeugen. Ich hab schon Trailer. Also, ich hab dir den Elevator nicht gebaut, habe ich noch einen Abhörl, müsste ich aber noch haben, oder? Ja. Habe ich noch. So, haben wir das hier, dann hier Directional. So, jetzt nach Norden gucken, Hide Arrow. So, direkt immer zur Tür gucken. Ach, die habe ich schon rausgeholt. Okay, jetzt die Frage. Was haben wir als Farming? Oh, Dinger. Alten Harvester von Cyclic. Der Harvester Pylon ist eigentlich auch cool, aber dazu bräuchte ich einen Unbreaking Hole. Irgendwas, was nicht kaputt geht. Und da kommen wir noch nicht so wirklich ran. Oder ich müsste halt zwischendurch die Hose mal rauswechseln. Supremium wäre halt indestructible, aber Supremium ist halt sehr viel von dem Zeug. Ich meine, der Harvester von Cyclic? Ach du Schande, was brauchen wir? Nuggets, Compressed Cobblestone, Emeralds. Ja, Chatley Harvesting, okay. Sleeves.
Cheers habe ich keine. Iron haben wir noch ein bisschen. Ich nehme den Elevator. Hier muss ich vielleicht auch mal eine Brücke oder irgendwas rüberbauen. So, shapeless. Der Harvester braucht dann wahrscheinlich aber auch wieder einen Collector. Ja. Bin ja gerade noch ein bisschen überlegen, nehme ich den Harvester oder nehme ich den Pylon, den Pylon? Beaver Harvest, okay. Ich mach's über Pedestals, aber Pedestals habe ich noch nie wirklich so ausprobiert. Das ist nicht, was die für eine Reichweite haben. Hab ich überhaupt noch Obsidian genug? Nee, da habe ich auch ein Obsidian zu wenig. Ah. Da bräuchte ich Quartz Slabs. Okay, Infusion, Harvester, Interdiction, Mobspawn Protection. Ich glaube, ich bleibe beim Harvester. Nerviger jetzt damit ranzukommen, weil ich muss jetzt auch noch mal Obsidian holen. Ich brauche noch mal kurz Water. Und dann muss ich den Lavasee wieder finden.
Theoretisch ist hier eigentlich einer um die Ecke. Ziemlich großer sogar. Irgendwas knurrt hier unten. Ich weiß nicht, was es ist. Es hört sich groß an. Der schmeißt mit seinem Fleisch nach mir. Prosperity. I want the gold. I need that gold. Eigentlich Ruby kann man doch nicht so ein schönes Schwert bauen. Ist wahrscheinlich in Silent Gems rein. Hi, willst du schon wieder? Fortune 5, Unbreaking 5. Würde ich nehmen, hätte ich die Mats dazu. So, holen wir uns aber hier gerade mal so einen Waystone raus. Sagen wir hier Lava, Lava, Lava. Hier die zwei machen. Hier die zwei. Davon zwei. Davon was? Habe ich Kupfer schon geschmolzen? Ja, habe ich. Okay, haben wir hier schon mal den Harvester. Was haben wir hier eigentlich an Gold Generators? Wormhole Portals.
Astra den mal kurz, dass wir hier zum Kickstarten haben. Let's Adapts, nehmen wir die mal mit. Mich die Frage, ich denke nicht, dass der ein Inventar hat, ne? Nope. So ist er andersrum. Ups. So, dann. Sieben mal sieben, ne? 7 mal 7. Ich bin 9 mal 9. Ja, das passt. Den mal kurz dahin. Mach ich kurz Kohle. Einfach nur mal schauen, wie der sich verhält. Okay. Wie erwartet. Das heißt, auch noch ein Collector. Leck. Tor. Item Collector, genau. Das ist ein Flintblock, 3 Hopper. Zwei Dropper. So, und der braucht, soweit ich weiß, auch keinen Stück. Ist on. So Zeug, was auf dem Boden liegt. Das ist die zweite, die ich getroppt habe. Achso, kann das so erhöhen, dann passt das. Den passt das. So, dann machen wir den wieder auf Required Redstone. Füttern den schon mal ein bisschen Kohle. So. Jetzt kommt der lustige Teil. Ja,
Add-Mechanism. Fangen wir doch da einfach mal an. Wir brauchen erstmal einen Kudushi. Shit, ich habe den Stil vergessen. Vergessen mich um Stil zu kümmern. Ah. Wo denn? 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 20. 20, 24. Das wären dann 6. Sand. Okay, du hast eigentlich noch genug. Brauchtest du eins oder zwei? Du brauchst eins. Dich hier, Reset, Auto checked on. Du gibst nach rechts aus. Du nimmst schon an. Das ist nett. Gut, dann müssen wir jetzt warten, bis das hier durchgebrannt ist. Ich will jetzt eigentlich noch ein Redstone Furnace ranklemmen, weil das Ding eh schon zu wenig Strom macht für das hier. So, weil jetzt ein bisschen warten. Die Dinger schon mal bauen, brauche ich zwei Plus Upgrades. So, ich bin auch gerade dann schon mal hier Laser O. Oh ja, Quarz. Das wird auch wieder knapp werden, obwohl ein bisschen haben wir noch. Kriegt mir eine gute Ladung mit Chips raus. Auch schon mal brennen. Okay, hier brauchen wir direkt schon einen Chip dazu. Hier brauchen wir auch Chip. Wir brauchen alles Chips. Chips, Chips, Chips. Da brauchen wir Glas. Eigentlich schon mal gucken. Es gibt eine Sink. Das heißt, bauen hier dann auch schon mal Terracotta ein bisschen. Sag mal 10.
Terrakotta ist schon mal gut, dass es Zink hier gibt. Das spart ein bisschen Stress. Hier schon mal Steel Crit. Packen wir hier mit rein. Aber hier mit rein meinte ich natürlich, weil der ist fertig. Hier schon mal die Sink. Dann add Laser IO. Achso, das Glas. Und ein bisschen was. Beziehungsweise erstmal die Ranch bauen. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wieso nimmst du das nicht einfach so an? Ich habe kein Iron mehr. Tatsache. Ich glaube, ich habe Materialprobleme. Ich glaube, ich krieg das Ding nicht zusammen. Erstmal gehen wir gucken, ob wir hier noch ein bisschen Iron finden. Das Ding war. Da erstmal das rein, was wir später brauchen. Silber, Mechanism, Uraranite. Wieso fehlt jetzt ausgerechnet Iron? Was
Turbo-Räder, hast du vielleicht gerade Iron im Angebot? Spirity, Spirity, Osmium nehmen wir mit auf jeden Fall. Enderperle. Hardcore. Misch doch ein bisschen Iron, dies. What the fuck? Der Biku. Da kommt irgendwelches komisches Zeug runtergefallen. Peridot, ich denke immer, das ist Emerald. Jetzt alle her. Was ist denn das? Slippery. Brauchen wir echt nicht. Famila Stone. Das ist das Scoria. Lapis? Lapis, yay! Den werden wir auch noch ganz viel brauchen. Ja, mach dir mal.
Komisches Zombie-Zeug. Ich glaube, meine Tasche ist voll. Guck hierher. Metall. Bitte mal aufhören. Ich will doch nur ein paar Erze haben. Das haben wir eaten, das haben wir not eaten. Noch was not eaten. Das mal jetzt mitnehmen. Das haben wir noch nicht gegessen. Essen haben wir eigentlich? Kann man gucken. Zehn. Naja, ist nicht viel. Oh, das ist mein Waystone. Einmal irgendwo im Kreis gelaufen. Mit dem Eisen kommen. Befürchte leider nicht sehr weit. Schmelzen wir die halt auch. Haben wir noch genug drin? Was haben wir so? Aber hier das Stiel mitnehmen. Hier ist Terrakotta. Hier ein basslichen Glas. Jetzt hier wieder das Zeug raus, was wir jetzt brauchen werden. Also ich habe die Laser, die Laser, die Laser. Ihr braucht kein Eisen, das ist schon mal schön. Du Eisen, du brauchst Eisen. Also bauen wir dich gerade mal nicht, weil ich muss Eisen sparen. Ist ja blöd, dass man die nicht so stacken kann. Ich hoffe mal, dass die reichen werden. Selber da sehen. Ansonsten machen wir es halt über Pipes, die Energie am Anfang erstmal. Okay. Habe ich noch ein Bucket? Ja.
Kommen ja mal alle mit. Dann nochmal nach unten. Ich dachte, ich hätte zwei Lava-Bugs. Ne, den einen habe ich ja draußen ausgekippt, um die Maschine zu betreiben. Lass mich hoch. Schön an der Fast Climbing Mod, deshalb muss ich die Tastatur nicht drücken. Okay, haben wir hier schon mal den Crusher. Nächste ist eine Preschria Shamba. Brauchst du eine Enrichment? Hatten wir vorhin nicht eine Enrichment Chamber bekommen? Doch, da haben wir doch eine. Aber du willst wahrscheinlich eine normale und nicht die Basic haben. Ja, doof. So, Iron, ne? Haben wir noch ein paar Nuggets? Zwei, dann den dynamischen Tank. Dann haben wir hier die Pressurized Reaction Chamber. Der kann erstmal wieder da rein. Dann brauchen wir einen Elisep. Den Elisep. Ach ja, da war ja auch noch was. Will zwei von den Dingern haben. Ja, eigentlich will ich drei haben. Aber ich habe keinen Crusher. Hm? Schon mal drei. Sechs. Hoffentlich kriege ich das damit noch mal klein. Naja, aber ich kann es reparieren. Nee. Ich muss echt noch einen Pulverizer bauen. Geht doch mal schnell runter. War nicht gerade Iron? Ja. Vier. Dann wir halt nochmal schnell durch die Höhle durch. Ich finde auch noch ein bisschen mehr. Zwei, drei Stück.
Der was. Da fährst du noch nicht in die Lava fallen. Weder das Eisen noch ich. Slash kommen. Nein. Dahin, das dahin, nochmal hier 1, 2, 3. Ich 3 von den Teilen. Ein für den Separator und 2 für den Gasburner. Kriegen wir das Ding noch zusammen und ich. So, dann. Wie viel Stil haben wir denn noch? Nicht mehr besonders viel. Okay, die letzten zwei Stil brauche ich aber für die Gas-Dinger. Halt erstmal das Grund-Setup und dann ist der Stream ja auch schon wieder bald vorbei. Das sind Mechanical Pipes, ne, das sind Fluids. Pressurized, die sind sie, ich will. Oh, gleich schon mal auf Advanced machen. Das da haben wir nicht, okay. Okay, jetzt ist Matteo praktisch so fast alles haben. Ich glaube, ich nehme die Energy Pipes aber trotzdem erst. Ja. So, bist du daran? Jetzt fehlt die Frage, wie machen wir es am blödsten? Über Laser-IO machen. Und hier kommt ja Item-Ding rein. Du tust in Extracten. Dann Down. Tust du Inserten. So. Dann haben wir hier die Config. Oben gibt's Input. Du gibst nach rechts aus. Rechts aus. Ja.
So, dann gibst du weiter aus in die Pressurize Reaction Chamber. Das soll auf die anderen Seite bauen. Egal, egal, Paul. Ne, so ist eigentlich blöd. Oder? Item Output Wasser von hinten. Du machst hier auch wieder Extract. Ups, auf die Seite kommt ein Insert. Und wieder 8. Okay. Item links rein, oben raus. Energie von unten. Fluid. Von hinten. Gas nach rechts. Das passt eigentlich, das passt eigentlich, das passt eigentlich. Schon einen groben Überblick haben. Den Quatsch, du brauchst auch noch einen Gas-Input. Laser-IO hat wahrscheinlich immer noch keine Gas-Dinger, oder? Nope. Direwolf macht endlich mal Gas-Parts. Zwei, drei, vier. Plan B. Jetzt kommt halt wieder ein Eisen. Ich will eigentlich nicht so viel Eisen ausgeben gerade. So. Moment, ich habe hier Energie. Ich brauche noch Fluid Nodes ein paar. Ein Ex, einmal Export, zweimal Import.
Ich habe gerade keine Ahnung, ob das funktioniert, aber es wird nur rausfinden. Jetzt brauche ich aber mehr Energy. Ich brauche noch ein Energy mehr. Du tust hier extracten. Dann ab. Du tust insert. Ab. Insert. Ab. Insert. Brauche ich noch eine Energy Card? Hier fehlt dir noch mal. Ups, dann wollte ich es nicht. Ab. Insert. Okay. Dann tun wir dich mit dich verbinden. Mit dich verbinden. Mit dich verbinden. Dann vielleicht schon mal ein bisschen Strom rein. Tust du irgendwas? Lädst halt gerade den noch auf, ne? Den jetzt gerade mal eine Runde durchtriggern lassen. Ist weiter. Okay. Brauchst du einmal... Extract. Du brauchst einmal Extract. Du brauchst ja auch nochmal Insert. Brauche ich also nochmal eine Fluid. Du musst inserten. Kriegst Wasser, okay. Jetzt brauche ich halt noch eine Fluidkarte. Zwar ab, insert. Du kriegst Wasser, okay. Dann brauchen wir hier das, das tust extracten, du kommst hier dann rein. Das hier wird der Output.
hier mal was anderes werden. Trennen. So, wenn das dann läuft, machen wir den Gasburner. Der kommt nach da. Und dann immer Theo praktisch. Brauchen wir jetzt halt nur mal einen Tick von jeder Maschine. Und das mal gerade raus. Schauen wir mal, dass wir gerade mal jeder Maschine so einen kleinen Tick geben. Genau, dann brauchst du jetzt noch mal kurz einen Tick. So, so, so. Jetzt brauche ich noch eine Transfer Note. Ah! Aber dann sollte theoretisch ja anfangen, alles zu laufen. So, kommst du dahin? Dann kommst du Energy Extract dahin. Wenn wir jetzt sagen, das mit dem. Sollte jetzt alles sich theoretisch selbst versorgen. Meine Fresse, warte Geburt. So. Jetzt kommen wir auch zu den wichtigen Sachen. Einmal hier, einmal hier. Zeitconfig. Auto checked on. Oh fuck. Input, Output. Ach Quatsch, bei dem da brauche ich ja gar nichts. So. Bei dem hier ist wichtig, da hier auf der Oxygen-Seite sagen Dumping Access, weil Oxygen ist momentan Abfallprodukt. Wichtiges hier ist Hydrogen, weil Hydrogen brauchen wir hier. So, wenn wir jetzt sagen hier Always On, dann sagen wir hier Always On. So. Können dann nämlich hier oben dann noch so einen Drawer drauf machen. Das war nämlich der Plan. Dann kommt hier in die Note noch eine Itemkarte. Dann können wir, als der voll läuft, wird dann hier gelagert. Und ja. So. Mein Lieblingsstrom steht. Bisschen komplizierter als sonst. Problematisch halt wegen Eisen und so, aber jetzt läuft alles und wir haben die beste Stromversorgung, die es in Minecraft gibt. Meiner Meinung nach, jedenfalls fürs Early Game. Okay, aber das wär's dann von mir für heute aber auch. Wir sehen uns dann wahrscheinlich spätestens Montag wieder, Wochenende höchstens spontan. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke für den Chat. Die Leute, die das auf YouTube sich anschauen, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und ansonsten noch ein schönes Wochenende. Haut rein. Bis denn. Bye, bye.